So, meine Herren und Damen. Herzlich willkommen bei Spider-Man. Ja, wir haben alle Ausgaben. Der Boss hat uns noch nie hängen lassen und das wird er auch jetzt nicht. Sie haben sein Vermögen eingefroren. Klar, das von dem Sie wussten. Das ist nur die Spitze des Eisbergs, Kumpel. Jetzt wird nach langer Zeit wieder Spider-Man gespielt. Es war ja jetzt eine gewisse Ruhepause für Peter Parker und für natürlich für mich. Na, da oben ist ein Sniper. Wer ist da? Hier ist nichts. Mann, K.O.! Ich sehe es! Schlägerei! Auf ihn! Der Boss will Spider-Mans Kopf! Come on! Das wird wehtun! Au! Ihr seid zu spät, Leute! Keine Sorge, ich habe noch jede Menge Facekicks übrig! Nächster. Echt jetzt? Noch mehr Typen? So viele Freunde habe ich gar nicht. Versucht ihm den Hintern! Ich habe Unterlagen geprüft. Die Baustelle bezieht Lieferungen von Kartellscheinfirmen. Sie verschieben Drogen, ja?
Nicht mehr lange. Das wird ein mieser Tag für dich. Das stopft dir das Maul. Das hat wehgetan. Achtung! Gib auf, dann verschone ich dich. Vielleicht. Bleib weg von dem Ding! Na großartig, noch mehr von denen. Leute, Fisk ist nicht hier. Ihr könnt einfach abhauen. Ja, für dich. Lasst euch nicht in die Luft befördern. Komm. Aber nur, wenn ihr alle in Clown-Autos kommt. Das war's dann. Nein, aber geblendet. Alter, Flashback pur. Alter. Und tschüss. Ja, komm. Das war's dann. Nice. Juri, ich habe hier einen Haufen bewusstloser Gangster und Designerdrogen. Sie warten schön abgepackt auf dich. Ich betrachte das einfach mal als anonymen Hinweis. Yes, darfst du. Die Preisverleihung wartet. Da müssen wir jetzt auch noch hin.
Da ist der Bühneneingang. Und wir sind ganz vorne. Hört sich nach einer Menge Leute an. Alles wird gut, Liebling. Bei meiner letzten Rede war ich noch in der Highschool. Miss Steinberg gab mir damals eine 3-. Wenn Miss Steinberg dich jetzt sehen könnte. Hey, du kannst das, Dad. Hey, komm schon, du hast Spider-Man gerettet. Das macht dich offiziell zu einem Superhelden. Ein Superheld? Oder ich bin einfach jemand, der nie aufgibt. Komm, Schatz. Herzlich willkommen. Bevor ich an Bürgermeister Osborn übergebe, möchte ich ein paar Worte sagen. Also? Ich hoffe, dieser Bandenkrieg ist jetzt endlich vorbei. Wie? Vorbei, vorbei? Ich meine, es gibt noch ein paar offene Fragen, aber... Offene Fragen? Ein Laster, der vom Tatort verschwindet, von der Firma Consolidated Shipping. Irgendetwas stimmt da nicht. Ich weiß auch nicht. Vielleicht können wir nachher einen Kaffee trinken und das herausfinden. Ja. Ja, danke, Jim. Ich hätte es nicht besser sagen können, doch ich versuch's. Wir alle wissen, Officer Davis ist ein Held. Aber wie wär's denn stattdessen mit einem Abendessen? Ich komme vorbei und ich koche. Oder wir treffen uns an einem völlig neutralen Ort zu einem völlig normalen Essen, gekocht von Profis. Für Taten außerordentlichen Mutes, die über die Pflichterfüllung hinausgehen, verleihe ich mit Freuden Officer Jefferson Davis die Ehrenmedaille der Behörde. Ein Angriff, Sir. Ich bin hier gerade wirklich beschäftigt, Jim. Klingt dringend, Sir. Gut. Herzlichen Glückwunsch, Sir. Danke, Bürgermeister. Ich teile diese Ehre mit meiner Familie. Meiner Frau Rio und meinem Sohn Miles. Ohne ihre Unterstützung könnte ich den Job nicht machen. Ja? Seit Jahren warte ich auf diesen Moment. Wer ist da? In den nächsten Tagen werden Ihre Firma, Ihre Stadt und alles, was Ihnen wichtig ist, vernichtet. Menschen werden um Hilfe betteln, aber sie werden nichts tun können. Pass auf, Dummkopf. Solche Anrufe kommen jede Woche. Warum sagst du mir nicht einfach, was du willst? Ich will sie leiden sehen. Oh shit. Miles! Miles, bist du okay? Miles! Miles! Peter! Komm schon! Peter! Miles! Miles! Oh Gott sei Dank! Kannst du mich hören, Schatz? Bleib hier! Ich suche deinen Vater! Peter!
Peter, wach auf! Komm schon, sag etwas, bitte! Mom! Ah, wir spielen Miles, okay. Oh, Peter. Hoffen wir mal, er wird wieder. Ich denke schon. Also ich bin optimistisch. Das ist verrückt. Ja, das ist heftig. Da drüben. Ah, sprinten geht auch okay. Ja, Miles spielt ja in einem anderen Spider-Man eine relativ entscheidende Rolle. Da drunter. Aber spielen wir auch noch das entscheidende Spider-Man, was ihn betrifft. Ich denke mal so ein bis zwei Wochen nach dem Spider-Man spielt man das andere Spider-Man auch. Ich kann es ja namentlich schon sagen, Miles Morales, wie er halt auch heißt. Oh! Komm. Miles. Oh. Alles okay? Gut gemacht, Junge. Bist du okay? Ja. Bist du okay? Mir geht's gut, Mom. Mir geht's gut. Ist wirklich alles okay? Ja, alles gut. Mit mir ist alles okay. Ich bin okay, mein Schatz. Hör zu, ich liebe dich. Ich muss Dad finden, okay? Nein. Nein! Dad ist da drin. Ich werde ihn finden. Miles! Schatz! Bitte! Dad lebt. Ich weiß es. Hallo? Ach so. Genau hier. Was zum Teufel? Da! Wo wollt ihr denn bitte? Da! Alter! Sankal, bitte Bullio. Nein, bitte. Alter Schwede. Gib mir mal Winti. Sei Shani. Was für Dusel. No. 别动静，接着走。 Ich muss um die Typen rumgehen. Ich kann nicht rüber. Doch. Okay. Ja, da kommt man nicht vorbei. Oder kommen wir darüber? Doch, müssen wir sogar. Miles, mach jetzt keine Dummheiten. Er stand genau hier. Ich muss ihm helfen. Wenn wir einfach durchrennen,
jetzt. Ich hab dich, Dad. So, we are Chandler. Stopp! Nein! Genug! Wir müssen weg! Jetzt! Oh, 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 oh. Eine Woche später. Mein herzliches Beileid. Kennen wir uns? Ich bin Peter Parker. Ich war beim Rathaus als... ich weiß, du kennst mich nicht, aber ich wollte dir nur sagen... Ich weiß, was du durchmachst. Das wolltest du doch sagen, oder? Oder die Zeit heilt alle Wunden. Oder keine Sorge. Das gehört zu Gottes Plan. Tut mir leid, ich wollte nur... Versuchen zu helfen. Ich weiß. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, was ich mit ihm machen soll. Oh, oh, oh. War doch Martin Lee, oder? Wie gesagt, ich habe das Spiel nie gespielt, außer die ersten ein, zwei Stunden. Es tut mir leid, Chef. Aber ich brauche jetzt hier erstmal irgendeine Art von Turm, weil ich sehe hier nämlich keinen. Spider-Männer? Okay. Ich bin im Stress. Was gibt's? Hast du schon nach Martin Lee gesucht? Nein, wie gesagt, ich kann aufgrund einer Vermutung von Spider-Man keine Fahndung rausgeben. Ich sage dir, er ist unser Mann! Bring mir handfeste Beweise, dann sehen wir weiter. Handfeste Beweise. In Ordnung. Hey, ich bin's. Hey, und? Was denkst du? Ich hab's vermasselt. Der Junge hat seinen Vater verloren. Ich kenn dich zu gut, um dir zu raten, du sollst mal eine Pause machen. Was ist mit der Polizei? Hat sie eine Spur zu dir? Sie suchen ihn nicht mal. Selbst Yuri glaubt mir nicht. Dann müssen wir ihn finden. Ich habe nachgeforscht. Geh zu dieser Adresse. Martin Lee hat letztes Jahr eine Mehrheitsbeteiligung an diesem Recyclinghof erworben. Du glaubst, er versteckt sich da? Vielleicht. Wir wissen, dass er nicht beim Feast ist. Wenn er nicht am Recyclinghof ist, findest du dort vielleicht Hinweise auf seinen Aufenthaltsort. Klar.
Gute Arbeit, MJ. Ich sag Bescheid, was ich herausfinde. Oh, und eins noch. Ich habe mit einem Detective über die Verhöre der Dämonen gesprochen. Sie behaupten, Martin Lee habe die Macht, Zitat, Leute zu verderben. Verderben? Was soll das heißen? Es soll eine Art Gedankenkontrolle sein, die deine negative Seite weckt. Man tut dann Dinge, die man sonst nie tun würde. Hört sich weit hergeholt an. Sagt der Typ, der Wände hochlaufen kann. Ist aber was Wahres dran. Aber wenn wir hier schon sind, und hier ist auch was von Black Hat, das nehmen wir auch gleich mit. Vorher schnappe ich mir hier noch den Rucksack. Wo ist das Baby? Ah, hier außen. Keine Ahnung, wer diesen Comic von mir gemacht hat. Da hat jemand Talent. Das stimmt. Dämonen in den vorderen zwei Autos und eine scharfe Bombe. Ich muss sie aufhalten. Mann! Falsche Richtung ist Geschwingerlinger-Dings. Schwingerlinger-Ding-Dong. Ich verliere sie! Leute, schon mal was von Blinken gehört? Das gibt einen Strafzettel! Endstation! Komm, 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 Spidey! Mist, Bombe im Laster. Ich muss sie da rausholen. Schnell, Spidey! Jede Wette, dass sie nicht mal Führerscheine hatten. Und von Black Hat ist hier noch was da oben. Mann! Okay, Kinder! Schluss jetzt! Sonst ist euer Panzerknacker-Spielzeug weg!
Dämonen fahren keinen Gang runter. Was haben die nur vor? Finden wir heraus. Aber ich möchte jetzt erstmal zu Black Cat. Suha. Was? Suha? Was? Wer? Wie? Wo? Was ist los, Spider-Man? Noch eine Kamera. Sieht nach Black Cat aus. Oh, arme Spinne. Du warst sicher enttäuscht, weil ich nicht sauber bleiben konnte. Aber warum dich mit Perfektion anlegen? Okay. Irgendwo hier. Ah, gesehen. Und bitteschön. Ich glaube, hier wird mit teurem Wein gehandelt. Sieht denn das Geschäft aus? Ich muss ihr zuvorkommen. Okay. Spider-Man in der U-Bahn. Wow. Hä? Was? Wer? Wie? Nicht gut. Ich kenne das. Man denkt nur noch an den Verlust. Er braucht eine sinnvolle Beschäftigung. Vielleicht einen Nebenjob? Keine schlechte Idee. Aber es muss was Passendes sein. Etwas, wobei er sich nützlich fühlt. Wo er etwas bewirken kann. Das klingt für mich genau nach Feast. MJ, das ist perfekt. Ich werde mit May sprechen. Dafür bin ich ja da. Aber ja, das ist eine sehr gute Idee. MJ hat richtig vermutet. Hier wimmelt's von Dämonen. Ich muss die Typen ausschalten, dann sehe ich mich um.
Okay, das waren alle. Nice. Hochsicherheitsschloss. Das ist was für Banken und nicht für Recyclinghöfe. Vielleicht finde ich heraus, woher der Strom kommt. Vielleicht kann ich den Stromkreis überbrücken. Brauche meine Elektronetze. Gut, das hat geklappt. Aber der Stromkreis braucht ein bisschen mehr Saft. Okay. Da. Der Kreislauf scheint stabil zu sein. Vielleicht ist ein anderer Anschlusskasten in der Nähe. Hab ihn. Fast geschafft. Noch ein Kasten. Ach, noch einer. Ach, dahinter ist auch noch einer. Aha. Das ist es. Aha, der chillt da ganz gemütlich. Auch nicht übel. Oh no. Das muss ihr Angriffsziel sein. Moment. Das sind Osborns Wahlkampfbüros. Diese Wege führen alle zur selben Adresse. Jede Menge Hightech-Ausrüstung. Vielleicht kann ich das Zeug recyceln und Waffen daraus bauen. Ja. Sprengstoff von Fisks Baustelle. Lasterbomben. Das ist verrückt. Ja, das ist geisteskrank. Dann haben wir das noch. Waffen aus Fisks Waffenlager. Das war kein Bandenkrieg. Die Dämonen haben Fisk beklaut, um Bürgermeister Osborn zu erledigen. Hey, hast du Lee gefunden? Nein, aber du hattest recht. Lee benutzt das Gelände als Versteck für die Dämonen. Bombenherstellung, Waffenschieberei. Oh mein Gott. Und sie scheinen einen weiteren Angriff zu planen. Diesmal auf Osborns Wahlkampfbüros. Lee muss ein Hühnchen mit Osborn zu rupfen haben. Ich habe eine Adresse gefunden. Ist sicher ihr Sammelpunkt. Wenn ich mich beeile, kann ich sie vielleicht aufhalten. Sei vorsichtig. Alles klar. Juri, ich bin's. Mach schnell. Hab gerade Stress mit meinem Boss. Martin, Lee und die Dämonen planen einen weiteren Angriff. Dieses Mal auf Osborns Wahlkampfbüros. Sicher? Es gab viele falsche Hinweise letzte Woche. Vertrau mir. Ich schicke dir die Adresse vom Recyclinghof. Da findest du alle Beweise. Okay. Ich lass die Wahlkampfbüros evakuieren. Aber wenn das falsche Alarm war, hilfst du mir, einen neuen Job zu finden. Ja, warum nicht? Aber ich muss die Folge jetzt hier beenden. Nach langer Zeit wieder Spider-Man. Haut rein. Euer